Nach diesem Video kennst du einen Trick, mit dem du in der nächsten Klausur sofort 3 Punkte besser bist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich merke es immer wieder, dass einfach viele von euch sich gut anstrengen, aber teilweise einfach noch nicht entscheidende Tricks, Mechanismen, Strategien und so weiter können, die euch einfach nochmal so viel weiter pushen würden. Und gerade wenn du aktuell das Gefühl hast, ey, irgendwie kriege ich nicht ganz das aus den Klausuren raus in Sachen von Punkten, Noten, etc., was ich gerne hätte, dann wird dieses Video genau richtig für dich sein. Denn eine der wichtigsten Sachen, und das ist auch gleich vorneweg der entscheidende Trick, eine der wichtigsten Sachen, die du machen kannst, um deine Noten speziell in Klausuren zu verbessern, ist genau diese zu analysieren. Denn Erfolg besteht immer aus 3 Schritten. Erstens die Vorbereitung, das ist in eurem Fall das Lernen auf die Klausur. Zweitens die Durchführung, das ist in eurem Fall eben das Schreiben der Klausur. Und drittens die Nachbereitung. Und genau dieser dritte Schritt, das betrifft nicht nur euch, sondern betrifft nahezu jeden Menschen im Leben, genau dieser dritte Schritt fällt meistens einfach weg. Und natürlich ist es logisch, dass wenn Erfolg aus 3 Schritten besteht, man selbst aber nur die ersten 2 Schritte macht, dass man dann nicht die vollen Punktzahlen erreicht. Was bedeutet es, eine Klausur nachzubereiten? Im Prinzip bedeutet es nichts anderes, als anstatt, wenn du die Klausur bekommst, oh, 9 Punkte hätte ich mir mehr erwartet, wegzupacken und dann, ja, scheiße, hoffe ich, muss ich beim nächsten Mal wohl mehr lernen, hoffentlich wird es dann besser, dir mal konkret das Ganze nochmal anzuschauen. Warum hattest du da zum Beispiel nur, wenn das im jeweiligen Fach für dich eben nicht so gut ist, nur 9 Punkte? Und dann guckst du dir das Ganze eben mal an. Ja, das ist, im Prinzip ist es eine der wertvollsten Ressourcen, die ihr in der Oberstufe habt. Ich würde mir lieber eine ganze Seite aus meinem Heftantrag rausreißen und das nicht als Vorbereitung für die nächste Klausur haben, anstatt mir die Klausur selbst nicht anzuschauen. Und ganz ehrlich, das ist auch eine Sache, die ich in der Oberstufe nie gemacht habe. Und ich bereue es so sehr, weil ich ganz genau weiß, dass ich mit diesem Trick so viel besser hätte sein können. Denn in der Klausur steht ja exakt das, was dir gefehlt hat, um eigentlich, wenn du alles richtig gemacht hättest, was eben der Lehrer angestrichen hat, um an 15 Punkte zu kommen. Und das ist so viel wert, aber wir nehmen es für so selbstverständlich, weil wir vor allem, wenn eine Klausur schlecht ausgefallen ist, assoziieren wir mit dem ganzen Rot und so weiter ja was Negatives. Oh fuck, nee, da will ich nicht hinschauen, warum war es so kacke, bla bla bla. Aber genau hier steckt dein größtes Verbesserungspotenzial. Deswegen geh bitte, auch wenn eine Klausur gut war, ja, auch wenn du 12 Punkte gehabt hast, du 13, 14, selbst wenn du 15 Punkte hattest, solange du nicht die volle Punktzahl hattest, und selbst dann würde ich es dir empfehlen anzuschauen, weil es gibt immer noch irgendwas, schau es dir an, damit du genau da, meistens wir Menschen, es liegt nicht daran, dass du die ganze Zeit irgendwelche Fehler machst, sondern meistens machst du einfach die gleichen Fehler immer und immer wieder. Deswegen schau dir deine Klausur daheim für dich selbst nochmal genau durch. Das ist wichtiger als deine Hausaufgaben. Schau dir das konkret durch. Was muss ich da machen? Was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Wo exakt habe ich meine Punkte verloren? Und dann versuch auch im Prinzip Patterns zu suchen, also im Prinzip Prinzipien, Gemeinsamkeiten, einfach Schemata, wo du merkst, okay krass, irgendwie immer dann, wenn es zum Beispiel in den dritten Aufgaben, Anführungsbereich geht, dann verliere ich Punkte, wenn es darum geht, Interpretation zu schreiben, was auch immer, dazu kommt auch bald noch ein Video. Wenn du merkst, okay shit, es scheitert bei mir irgendwie immer daran, dass ich die Aufgabenstellung nicht genau lese. Oder ich mache locker 40% meiner Punkte verliere ich durch Flüchtigkeitsfehler. Das gibt dir so viel Aufschluss und du kannst dafür dann eine konkrete, spezifische Lösung suchen, um das eben beim nächsten Mal besser zu machen. Deswegen mach das unbedingt. Und dann auch, wenn du es selbst für dich analysiert hast und deine ersten Schlüsse für dich selbst schon daraus gezogen hast, geh unbedingt danach mit der Klausur am nächsten Tag zum Lehrer und geh es mit ihm nochmal durch. Frag ihn, okay, warum habe ich hier den Punkt nicht bekommen? Was kann ich hier besser machen? Und da auf gar keinen Fall in einem vorwurfsvollen Stil, sondern von, warum haben sie mir da die Punkte nicht gegeben? Gerade dann, wenn es eine schlechte Klausur für dich war und du vielleicht auch darüber entzürnt bist, warum du diese Note bekommen hast und einen Teil der Schuld dem Lehrer zuschreibst, trotz dessen sei nett zu ihm. Er kann dir so viele Dinge erklären, die du, nicht er, fokussiere dich nur auf die Dinge, die du kontrollieren kannst, die du beim nächsten Mal besser machen kannst, und das wird dir so unendlich viel helfen, weil gerade diese Fehleranalyse pusht dich locker mal, wenn du noch nicht bei 13, 14, 15 Punkten bist, locker mal um 3 Punkte höher. Ich verspreche es euch, es ist so viel wert. Das Wichtige ist nur, dass du es eben machst. Wenn dir das Ganze geholfen hat und das Ganze gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Das bringt uns natürlich super viel, um einfach auf YouTube höher geratet zu werden und die ganze Community hier noch weiter auszubauen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein
Leo.